Hallo, ich bin die Daniela Thür. Mein Name ist Robert Lorenz. Hallo, ich bin Mirza Markalevic. Ich bin Christian Folli. Christoph Weinlich. Florian Krüger. Eva Kaiser. Ich arbeite für das ÖBB Business Competence Center. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass die ÖBB so eine große IT hat. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, hier sieht man sehr viel. Kein Tag ist wie der andere. Es kommen laufend neue Aufgaben, laufend neue Applikationen. Und das macht schon spannend. Weil man hier immer versucht, die neuesten Technologien heranzuziehen. Wirklich state of the art unterwegs zu sein, auf neue Technologien zu setzen. Den Stand, den wir bei den Rechenzentren haben, das ist höchstes Niveau. Wir sehen zu, dass wir da wirklich die ganz vorne dabei sind. Wir arbeiten nach dem Motto, es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Ich habe das Gefühl, dass ich in dem Unternehmen etwas bewegen kann. Es wird auch sehr viel investiert in die Mitarbeiter. Man hat hier viele Möglichkeiten. Man sollte immer offen sein, was Neues zu lernen. Das Schulungsprogramm ist sehr gut. Man kann sich in jede Richtung entwickeln, in die man sich entwickeln möchte. Man muss die Chance nur ergreifen. Ich brenne dafür, dass meine Mitarbeiter zufrieden sind und dass ich das Gefühl habe, dass meine Mitarbeiter gern arbeiten. Es gibt das Flying Nanny Service, das ist sehr praktisch. Also wenn man mal der Kindergarten zu ist und man nimmt das Kind mit ins Büro, bestellt man quasi vorher eine Betreuung ins Büro. Telearbeit, gerade für Pendler, ist super. Es passt wirklich menschlich und sozial total. Es ist ein super Team, super Menschen. Jeder steht für den anderen ein. Und es steht immer das gemeinsame Ziel im Vordergrund. Die Kollegen sind einfach cool. Ich fühle mich wirklich wohl. Ja. Ich komme in die Arbeit, weil ich sie einfach toll finde. Und das ist auch die Faszination der ÖBB eigentlich. Eines der bedeutendsten Unternehmen in ganz Österreich. Und das macht einen dann schon stolz, wenn man weiß, da leistet man einen Beitrag. Ich bin froh, dass ich da arbeiten darf. Ich würde es wieder machen, auf jeden Fall. Ich bereue es keinen Augenblick. Also, ich bin stolz darauf, dass ich die Entscheidung gefällt habe.